Hallo ihr Kinderdompteure und Familienmanager. Dieses Video ist echt wertvoll für dich, wenn du Kinder von 2 bis 16 Jahren hast. Ich zeige dir eine einfache, geniale und bewährte Lösung, wie du bis zu 10 Stunden mehr Wochenzeit gewinnst, die ganzen Drängeleien und die Streitthemen aus dem Familienalltag verbannst und du wieder viel mehr Spielräume für Familie und Beruf gewinnst. Ich bin Christian von EasyFam und möchte dir berichten, wer das einzigartige Eltern- und Familienkonzept von EasyFam empfiehlt. Der Spiegel, der es empfiehlt gegen mentale Last und für eine sehr gerechte und gelungene Aufgabenverteilung in der Familie. Da ist der ADHS e.V., der sagt, jedem, der ADHS oder nur auch im Entferntesten davon betroffen ist, dem hilft diese spielerische Struktur hervorragend. Das sind hunderte von Eltern, die die Struktur lieben, sodass jeder selbstständig seinen Aufgaben verlässlich nachkommt. Warum? Denn wenn es zu Hause rund läuft, dann habt ihr wesentlich mehr Energie, Zeit und Gelassenheit für die wichtigen Dinge im Leben. Video ist dein Medium? Dann habe ich was für dich. Wir haben ein Eltern-Online-Trainingsportal mit vielen Videos, Checklisten, Methodenkarten und so weiter, das dir für die täglichen Alltagsherausforderungen die besten Methoden ganz einfach darstellt. Und gleichzeitig verankern wir das, was du dort lernst, im täglichen Alltag mit unterschiedlichen Familienboards, die für jede Altersklasse und jede Lebenssituation individualisierbar sind. Und wir starten mit dem EasyFam Race, dem Rennen für kleinere Kinder, wenn es um die Morgenroutine oder die Abendroutine geht. Dann, wenn ihr morgens pünktlich aus dem Haus kommen wollt, können die Eltern hier mit den Aufklebern ganz individuell die gewünschte Morgenroutine einstellen und in der Farbe des Mondes die gewünschte Abendroutine. Und dann ziehen die Kinder selbstständig ihre Schritte durch und zeigen damit, ich habe es selbstständig geschafft. Er kommt bestimmt wieder pünktlich aus dem Haus und abends harmonisch und rechtzeitig ins Bett. Hier haben wir nun das EasyFam Taskboard. Das löst für euch die Familienaufgaben im Alltag. Und zwar habt ihr hier den kompletten Aufgabenvorrat, der dann nicht mehr im Kopf der Eltern ist, sondern für jeden jederzeit griffbereit. Dann, wann ich Zeit habe, dann, wann ich eh Langeweile habe. Und ich weiß, bis zum Ende der Woche habe ich meine drei, wo habe ich sie? Roten Punkte, abgedeckt mit grünen Aufgaben, die ich erledigt habe. Wann ich die Aufgaben mir hier wähle, welche ich mir wähle, ist mir selber überlassen. Interessant ist auch, wenn eure Kinder größer sind, dann könnt ihr auf der Rückseite eine Art Belohnung einführen. Wer also seine Aufgaben erledigt hat, der kann zum Beispiel selbstständig seine Medienzeit zugeteilt bekommen. Hier unten gibt es diese kleinen roten und grünen Bambuspins mit einer grünen und einer roten Seite. Und das funktioniert so, wenn hier steht zum Beispiel Jacke und Schuhe von der Haustür verräumen, dann dreht das Kind es um, ich habe es erledigt, grün. Dann könnt ihr als Eltern die Kinder dabei erwischen, dass sie etwas gut gemacht haben, anstatt immer drängen zu müssen. Und hier ist die EasyFam Challenge. Es besteht aus diesen Elementen. Wir starten mit dem Glücksjournal. Dort schreibt jeder von euch auf, was ihn glücklich gemacht hat, wo er anderen geholfen hat, wo er ein Lob bekommen hat, wo er was Tolles in der Arbeit oder in der Schule geschafft hat. Einfach einen Monat lang aufschreiben und sammeln, damit jeder in der Familie es mitkriegt und ihr euch ein High Five drauf geben könnt. Dann gibt es diese unkaputtbare Schale mit den Anti-Stress-Bällen, da geht auch nichts kaputt dabei. Jedes Kind hat seine Sorte und wenn ich eine gute Leistung mitgebracht habe von der Schule, vom Sport, von Musik, woher auch immer, dann darf ich einen meiner Bälle da reintun und am Ende des Monats macht ihr eine kleine Verlosung und der Ball, der gezogen wurde, der kriegt eine kleine Belohnung, das was zu euch passt. Und zu guter Letzt gibt es noch diesen Schulpokal für die älteren Kinder. Den empfehlen wir so einzusetzen, wenn ihr Geschwister habt, wer die letzte gute Note nach Hause bringt, der raubt sofort den Pokal vom Geschwister und stellt ihn zu sich sichtbar auf den Schreibtisch. Und wenn Video dein Ding ist, dann lege ich dir das Elterntrainingsportal auf der Website easyfam.com ans Herz. Da kannst du auswählen, in welchem Alter deine Kinder sind und findest Themen wie, wie löse ich die Trotzthemen auf, sodass das Kind selbstständig eine gute Persönlichkeit wird. Wie wird mein Kind selbstständig und verlässlich für die Schule? Wie regulieren wir das Thema Medien miteinander, sodass Streit um Fernseh, Handy und Konsole einfach kein Thema mehr ist? Wir haben dieses Portal gemeinsam mit Kinderärzten und Kindertherapeuten entwickelt, damit du für jedes deiner Alltagsprobleme hier eine gute Lösung findest in einer Vielzahl von Themen.
Anders als früher habt ihr den Spagat zwischen Familie und Beruf zu bewältigen. EasyFam hat dafür einfache, bewährte, aber geniale Methoden entwickelt, bei der jeder seinen Erziehungsstil beibehalten kann. Deswegen haben wir auch so viel Zulauf. Und du wirst sehen, dass es auch dir hilft. Garantiert. Deswegen geh jetzt in den EasyFam Online-Shop unter easyfam.com und hol dir den Zugang zum Elternvideoportal und such dir das Familienboard aus, das zu deiner Lebenssituation passt. Du wirst sehen, wie viel Spaß es allen in deiner Familie macht und wie leicht es funktioniert. Ganz einfach mit EasyFam. Garantiert auch für dich.